Hallöchen, meine Käsekätzchen, willkommen zu einer neuen Folge von The Inner Worlds. Das letzte Mal sind wir hier beim Hangar stehen geblieben. Wir haben, sag ich mal so, das Geheimnis ein bisschen im Windbrunnen gelüftet und wir sind aus Versehen hierher gekommen oder hier reingefallen. Und ja, wir gucken uns jetzt mal heute mal wieder ein bisschen um. Oh, eine Flagge. Conroy hat sich tatsächlich seine eigene Flagge erschaffen. Er ist größenwahnsinnig. Ach wirklich, so ein kleiner Mann und so groß. Ich komme nicht dran. Ein Kurbelkasten. Dieser Kurbelkasten und die Flagge haben irgendwas miteinander zu tun. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht fehlt eine Kurbel zu dem Kasten. Was haben wir hier? Ein Trichter. Erstmal mal gucken. Da ist ein Filter drin. Und er ist bis zum Rand mit Kaffeepulver gefüllt. Kaffee, das Elixier des Lebens. So brüht man keinen Kaffee. Woher willst du denn das wissen? Kaffee kann nicht. Da ist nichts drin. Da gehört Kaffee rein. Ich habe auch meine Kaffeekanne mal zum Tee trinken benutzt. Alles kein Problem. Erstmal angucken. Eine Mechanikerwache. Hoffentlich entdeckt sie mich nicht. Obwohl das auch dann unwahrscheinlich wäre, wenn sie keinen Bauplan vor der Nase hätte. Er sieht rein gar nichts. Das ist aber hier ein Motorraum. Angucken. Ich glaube, das hier ist der Motorraum. Ach nee. Kugelförmiges Bauteil. Das kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. Glaube ich. Ein Knie. Ein hübsches, hübsches Knie. Das Knie der Wache. Ein ganz schön muskulöses Bein. Da ist ein Pflaster drauf. Sieht aus wie eine Zielscheibe. Wo ist eigentlich Laura? Was hat das? Oh, ein Imbusschlüssel mitnehmen. Kann ich das haben? Nein, das dürfen nur Mechanikerwachen benutzen. Und du siehst nicht aus wie eine Mechanikerwache. Ach so, tut mir leid. Kein Problem. Ich vergesse auch immer, warum ich hier bin. Die Wachen sehen doch alle gleich aus. Woher sehen die, wissen die, welcher Mechanikerwache ist? Klar, also können wir erstmal hier nichts machen. Gucken wir uns mal die Bildergalerie an. Oder auch nicht. Oh, doch. Er liebte das Bier, er liebte die Frau, er liebte auch Arsen. Mechanikerwache 2010? Keine Ahnung. Oh, ein loses Bild. Kann man's mit. Okay. Er liebte das Bier, er liebte die Frau, er liebte auch Arsen. Mechanikerwache 010, 2010? Keine Ahnung. Irgendwas mit einer 10. Stark wie nie gesehen, Bauchmuskeln wie ein Brett, sah er nicht den Schacht. Marschierwache 10, Violett 8. War stark wie nie gesehen. Er trug Hüte aus Papier, er ließ sich gern nackt anschauen. Sie schnappten ihn in der Nacht. Rumstehwache 4, Braun 8. Schauen, Braun. Ah, warte mal. Brett, Violett. Frau. Und dann kann das ja eigentlich nur grau sein, oder? Nee, doch. Brett, Violett, Schauen, Braun. Also heißt das ja 4, Grau, 10. Das hört sich aber komisch an. Damit kann man nichts machen. Okay. Kann ich mit dem Bild hier irgendwas machen? Kann ich mich da... Nein, Robert, geh mal hier hin. Kann ich mit dem Bild hier den Typen das... Mechanikerwache hier, Kumpel. Kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Ich lass mich doch nicht verschaukeln. Du bist doch eine der Aussichtswachen, die nie was zurückbringen. Nenn mir deine Mechanikerwachenkennung. Mechanikerwachenkennung, was hab ich gesagt? Nee, Bier, also 4? Okay. Hey, Moment. Die Kennung hat 3 Teile. Klar, ich wollte gerade den zweiten Teil sagen. Was hab ich gesagt? Grau, ne? Braun, Orange, Gelb, Blau.
Oder blau, ja. Grau oder blau. Auf blau bin ich gar nicht gekommen. Ah ja, das ist eine gute Farbe. Total unterschätzt. Aha. Und der dritte Teil? Und 10 war das, glaube ich, ne? 10, 8, 6, 4, 2, 0. Doch, 10. Hier ist sie doch. Ach ja? Ist ja witzig. Ich dachte, du wärst tot. Na dann, bedien dich. Ich habe eh keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber zurückbringen. Ich doch immer. Gib mir den Imbusschlüssel. Mechanikerwache 4 blau 10 hier. Ich nehme das hier mal mit, ja? Was hast du da? Ich weiß nicht genau. Okay, nimm mit. Komm, wir nehmen jetzt alles mit, was wir haben können. Geh weg. Hier, ein Klarlackeimer, den nehmen wir mit. Mechanikerwache 4 blau 10 hier. Kann ich den Eimer mit dem Klarlack haben? Von mir aus. Ich habe keine Ahnung, wozu man das braucht. Aber zurückbringen. Ich weiß vor allem nicht, wozu ich Klarlack brauche, aber was kann ich denn noch nehmen? Hier, das? Kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. Ah, das können wir nicht mitnehmen. Okay, aber alles andere. Okay, also das Rätsel haben wir schon mal gelöst. Hier muss Laura langgelaufen sein. Ich wünschte, ich könnte wie sie über Dächer springen. Aber ich muss meinen Kopf benutzen. Na ja, dann, mitten drin in dir. Was? Puh, fast hätten sie mich gesehen. Die sehen dich momentan überhaupt nicht, weil die beschäftigt sind. Was sind das denn überhaupt für Dummies? Ein Wellensittich. Ach, wie putzig. Irgendjemand hat ihn wie einen kleinen General angezogen. Moment, ich habe da gerade eine sehr witzige Idee. Der pfeift doch, oder? Warte, was war's? Hey, hier wird nicht gepfiffen. Hier pfeift nur ich. Banause. Och, Mann. Herr Wellensittich. Ich habe ja auch Wellensittiche dafür. Oh, ein Wellensittich. Na, will der Piepmatz ein paar Körner? Für dich immer noch Sergeant Piepmatz. Aber zu Körnern sage ich nicht nein. Kann man dich denn streicheln? Du kannst mich mal an meinem Pürzel kraulen. Was ist denn ein Pürzel? Die Fragen stelle ich hier. Warum hältst du mich von der Arbeit ab? Was bist du für ein Wellensittich? Ich glaube, der bräuchte mal eine Pause. Der hat ja Tränensäcke unter den Tränensäcken. Was tut ihr denn hier? Eine verdammte Pflicht. Wenn ich diese Deppen nicht in Ordnung halte, würden sie einfach stehen bleiben bis... Naja, sie würden einfach stehen bleiben. Ja, der quatscht irgendwas. Ist der irgendwas? Job nicht ein bisschen eintönig? Manchmal wird's hier schon ein wenig einsam. Hey, Junge, du hast nicht zufällig einen kleinen Spiegel, den du entbehren kannst? Nein, wofür denn? Einen Bindstein vielleicht? Auch nicht. Ach, macht ja nichts. Dann putze ich mir heute Abend eben nochmal das Gefieder. Okay. Okay, Wellensittich, jo. Ihr seid ein Wellensittich. Ah, super. Heißt das, ich kann fliegen? Eigentlich schon. Ich meinte nur, dass das ein ungewöhnlicher Job für einen Wellensittich ist. Gar nicht wahr? Ich habe als Gruppensittich angefangen. Keine schöne Sache. Hab meine Kameraden einen nach dem anderen fallen sehen. Oh weia. Im Krieg? Nein, von der Stange. Kein schöner Anblick. Das kann ich dir zwitschern. Ach so, ja. Wegen Gas und so, ja. Jetzt verstehe ich. Kannst du denn auch ein Lied singen? Ich kann dir den Marsch blasen. Ey. Nein, ernsthaft. Besorg mir eine Trompete und ich beweise es dir. Ach, unsere alte Marschkapelle, Sergeant Piepmatz Lonely Hearts Club Band. Wenn meine Wellensittiche das sagen würden, ach du Heilige. Hier, Conroy. Ihr arbeitet für Conroy? Jawohl, seit 2 Jahren schon und verdammt stolz drauf. Warum? Endlich mal einer, der für Ordnung sorgt. Nicht dieses Wischi-Waschi-Zeug ohne Todesstrafe und mit persönlicher Freiheit und diesem ganzen Friedenskram. Ja, furchtbar. Ganz schrecklich. Ja, genau. Ganz, ganz schrecklich. Conroy, nochmal? Du arbeitest also gerne für Conroy. Keine Frage. Wenn die Basilen hier fertig sind, kehrt endlich mal Struktur ein. Was hat Conroy denn vor? Na, wonach sieht's denn aus? Eine Party wird er bestimmt nicht schmeißen. Ja, er hasst Partys. Oh, Sekunde. Er will Asposien unterwerfen.
Er will nur das Beste für die Leute. Leider wissen die Leute nicht immer, was das Beste für sie ist. Aber ich habe schon zu viel verraten. Was ist eigentlich mit meinen Körnern? Die kriegst du nicht mehr, du blöder Wellensittich. Was soll man denn hier wachen? Die Wachen hier stehen unter deinem Kommando? Du meinst diese Einheit von hochgeschulten Spezialisten? Hochgeschult, ja. Jungs, jeder hat ein besonderes Talent. Was rumstehen? Zum Beispiel? Zum Beispiel die Mechaniker-Einheit, die absolute Elite. Ein paar von diesen Teufelskerlen können sich sogar allein die Schnürsenkel zubinden. Sag bloß! Arschwachen, was diese Jungs wegmarschieren, solange kein Hindernis ihren Weg kreuzt. Wie zum Beispiel eine Tür. Was? Knall mal davor. Dich, dich, dich. Wie solche so NPCs oder wie bei Pokémon Karmesin, dass die Pokémon einfach gegen die Wand klatschen oder was? Was ist das denn? Okay, danke für das Gespräch. Oh, wird nicht sentimental, Junge. Ich bin nicht sentimental. Ja und? Kann ich den Käfig? Er ist da festge... Wegen Flitzpiepen wie dir. Ne, wegen Flitzpiepen wie dir. Also ich kann hier nicht... Kann ich Alarmglocke? Kann ich die schlagen? Oh, hoppla, kaputt. Hoffentlich bricht jetzt kein Feuer aus. Ich wollte... Ich muss Laura finden. Wieso, was ist denn hier? Kann ich da jetzt einfach Ding? Hämmerchen? Glocke? Ja, und dann schrei ich. Hier bin ich, nehmt mich fest! Ja, warum nicht? No risk, no fun, würde ich mal sagen. Haben wir denn hier? Gehen wir zurück zum Hangar. Und das können wir ja nicht hin. Ja, voll die Elite-Einheit, man sieht's. Aber Moment, wir können auch jetzt mal hier das komische Kuppelding da nehmen. Korbelding. Nicht Kuppelding, Korbelding. Fahne? Komm her, kleine Flagge. Dein Job ist gerade wesentlich interessanter geworden. Was brauche ich denn das Hämmer? Das Hämmerchen? Vielleicht hier aufs Knie? Achso, geht nicht. Hier ist doch so ein Knie. Da ist doch so ein X drauf, können wir das Hämmerchen hier wie beim Doktor so. Pff. Dr. Robert ist da. Also, dann testen wir doch mal die Kniefunktion. Na, dann machen wir mal. Oh. Oh. Aufrufezeichen. Mhm. Ein Ausrufezeichen. Ich weiß zwar nicht, wozu wir es brauchen, aber egal. Kann man den Klarlack einmal vielleicht in den Trichter schmeißen? Kaffee ist fertig. Ihh, den will ich bestimmt nicht trinken. Gib mir her. Schwarzer Lack. Hm. Mechanischer Basier, mal gucken. Ach, den haben wir schon uns angeguckt. Es ist wirklich eine Maschine. Conroy schreckt einfach vor nichts zurück. Warum habe ich ihn all die Jahre nicht durchschaut? Weil das bedeutet, dass Conroy entweder der brillanteste Lügner Asposiens ist oder ich einfach ein Riesenidiot. Nein, es lag an Conroy. Genau, es lag an Conroy. Nein, Robertin, du warst einfach sehr naiv. Das ist alles. Was haben wir denn hier? Ich weiß auch, was wir mit der Decke machen können. Hier, Vögel hat man doch damals immer zugedeckt, damit sie ihre Klappe halten, ne? Brauchst du eine Flagge? Nein, das erinnert mich an all meine alten Piepmatz-Kameraden. Schlafend unter den Flaggen in ewiger Ruhe. Oh, weia. Reiß dich zusammen, sie sind ja wieder aufgewacht, wenn die Tücher weg waren. Verdammter Schlafreflex. Aber das ist nun mal unsere Natur. Killer und Kanarienvogel. Killer und Kanarienvogel. Ach gut, dann weiß ich ja. Achso, hier müssen wir bestimmt im Käfig machen. So, Zeit zum Schlafen. Mach mal Bubu. Hey, was willst du mit dem Tuch? Nein, bitte. Man kann doch über alles reden. Oh. Komm, kannst du ein bisschen Schlaf gebrauchen. So, und jetzt kann ich doch hier rumspielen mit denen machen, oder? Okay. Okay, also die latschen da, wenn ich pfeife, hier rum. Moment mal, das Ausrufezeichen. Hier hin. Abgrund. Abgebrochener. Oh, 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 ich habe da eine ganz, ganz böse Ahnung. Ja. Jetzt habe ich ein Ausrufezeichen mit schwarzer Farbe. Ja.
Nein, ich komme nicht an der Wache vorbei. Sie ist zwar nicht besonders clever, aber leider nicht blind. Also müssen wir jetzt hier pfeifen, bestimmt? Und bevor der andere Toge kommt... Robert, lauf schneller! Ich habe wunderschöne Spuren gestempelt. Ich habe wunderschöne. Oh, guck mal. Sieht prima aus. Ich glaube, ich habe Talent. Oh, du bist wie Van Gogh. Wundervoll. Ach so, ja, jetzt können wir doch die da reinpfeifen und... Oh nein, um Gottes Willen. Sag doch. Die Elite-Einheit. Die Elite. Was habe ich getan? Ach, denen geht's gut. Die spitzen Steine im Abgrund haben sie schon aufgefangen. Aber jetzt können wir hier durchgehen. Zugang? Stehen geblieben. Bist du das auf dem Plakat? Dann müsste ich dich nämlich verhaften. Nein, nein, ich, wenn ich hier stehe, kann ich ja nicht der Typ auf dem Plakat sein, oder? Oh, mein Gehirn tut weh. Das Speziallabor, okay, was haben wir denn hier Schönes? Parken verboten. Ach, mal gucken. Mein eigenes Fahndungsplakat. Ich sehe gefährlich aus. So gefährlich, das sieht aus wie so eine Kinderkritzelei. Was ist das hier überhaupt? Fliege. Hallo, Wache. Eine Wache wie jede andere. Ziemlich groß, ziemlich blau und unfassbar dämlich. Komm, beleidige die Wache nicht. Die haben vielleicht ihre anderen Stärken. Hallo. Ich kann nicht reden. Ich muss mich konzentrieren. Natürlich. So, okay. Hier hast du Fahndungsplakat. Hey, ich bin eine Wache. Kann nicht sein. Wenn du eine Wache bist, was bin ich dann? Keine Ahnung. Du kannst sein, was du willst. Ah, warte mal. Hier, ich kann dir nur Notiz geben. Ich habe hier eine Nachricht für dich. Hm. Schau mal da drüben. Schau mal da drüben. Was soll denn da sein? Ich erkenne gar nichts. Da drüben? Vielleicht sehe ich es ja, wenn ich noch ein bisschen hingucke. Kriegst du schon hin. Hier, können wir einfach das Plakat dahin wechseln. Tatsache. Der Blick. Oh. Wow. Das hätte ich nie von mir gedacht. Naja, dann nehme ich mich wohl besser mal fest. Ja, das sollte ich tun. Passt du hier so lange auf die Eingänge auf? Klar, mache ich doch gern. Wo geht denn der denn jetzt hin? Geht er jetzt auch in den Abgrund? Okay, Treppe hoch. Können wir hier hoch? Frank? Ich bin wieder im Thronsaal? Oh, bitte nicht. Da werden Erinnerungen wach. Da drüben steht meine Schlafbank. Und da hinten ist meine Traumecke, in der ich immer gesessen und mir vorgestellt habe, dass ich jemand wäre, der keine Traumecke braucht. Aber das hier ist neu. Hm, sieht aus wie Asposien, nur dunkler und ohne Leben. Ich habe ein ungutes Gefühl. Nein! Oh nein, ich will nicht wieder hier bleiben. Okay, ganz ruhig. Wie komme ich hier raus? Da war ein Klicken hinter dem Gemälde. Okay, hier ist Funk. Einmal angucken. Funk, oder wie ich ihn nenne, Ausgeburt der Hölle, die sich aus Spaß unter meinem Kopfkissen versteckt und dessen Schnüffeln mich seit frühester Kindheit bis in meine Albträume verfolgt. Ja, der Funk, der sieht auch sehr sympathisch aus. Können wir mit ihm sprechen? Ich hasse dich. Er hasst dich auch, Robert. Was? Stacheln? Was? Stacheln? Angucken. Funk hat offenbar ein paar Stacheln verloren. Oder er hat sie mit Absicht verteilt, damit jemand reintritt. Das wird wohl eher das zweite sein.
Stacheln mitnehmen. Ein Stachel, okay. Hausapotheke angucken. Conroys Hausapotheke. Aha, kann man es aufmachen? Nur zwei Fläschchen sind noch voll. Conroys Antischuppenfischöl und seine K.O.-Tropfen. Es werden immer mehr. Ich muss mich beeilen. Aha. Was haben wir denn hier? Ein Basilenmodell. Angucken. Das Modell eines Basilen mit einem buschigen Schweif. Sehr buschig, der Schweif. Kann man mitnehmen. Was war jetzt eigentlich nur so eine rhetorische Frage, aber immerhin. Modell kann man es auch mitnehmen. Kann ich nicht mitnehmen. Ist doch viel zu deprimierend. Ach komm, Robert. So deprimierend kann es nicht sein. Ein Modell von Asposien. Aber es sieht anders aus. Finster. Traurig. Sehr finster und traurig. Was haben wir hier? Das sieht sehr... Kann er da langlatschen? Nee, kann er nicht. Das ist ein Kunstwerk. Angucken. Ein Kunstwerk? Ich kapiere es nicht. Also muss es Kunst sein. Okay. Oh, jetzt habe ich Kunst kaputt gemacht. Hey, da ist ja Conroys Puderzucker drin. Puderzucker. Conroys geheimer Vorrat an Puderzucker. Er hat mir immer erzählt, wie es ihn wach und konzentriert macht, wenn er nächtelang durchregieren muss. Dann ist es aber eine ganz andere Art von Puderzucker. Nein, ich nehme das nicht einfach so mit meinen bloßen Händen. Conroy hat mir das öfter gegeben, als ich noch klein war. Er fand es witzig, wie aufgedreht ich davon wurde. Ich habe ewig gebraucht, um es mir abzugewöhnen. Das ist eine andere Art von Puderzucker, sag ich doch. Wozu brauche ich aber Fischöl in K.O.-Tropfen? Conroy, Laura, kann man den hier reinstopfen vielleicht? Nee, kann man nicht. Nee, hat er nicht reagiert. Tja. Da hast du dein altes Hausmittel, Conroy. Ah, ich weiß schon mal, der Igel, der hasst uns doch, ne? Können wir denen das hingeben? So ein bisschen auf Igel auf Crack ist doch geil, oder nicht? Jetzt ist der Igel weg. Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Nein. Robert, Junge, bist du aber gehässig. Lassen wir ihn ruhen. Der hat schon genug gelitten, meinst du? Ein Kronleuchter. Ha, wenn ich früher was kaputt gemacht habe, hat Conroy mich tagelang im Luftschacht wohnen lassen. Und? Was willst du jetzt machen, Conroy, hä? Richtig gehässig, der Robert. Nein, er ist kaputt und ich will ihn nicht. Ja, oh, hier ist ein Diamant, den können wir auch mitnehmen. Den können wir Laura geben. Und was nun ist, wie können wir jetzt hier, der hat gesagt, irgendwas mit dem Gemälde. Als sich der Thron geschlossen hat, hat es hier irgendwo Klick gemacht. Bei es muss etwas mit diesem Gemälde zu tun haben. Bei mir macht hoffentlich auch was Klick. Eine Spur. Hier ist doch so ein komisches Loch da. Hä? Stachel? Wo soll ich ihn denn reinstecken? Vielleicht in deine Augen. Halt, warte mal hier, wir haben doch dieses Basilmodell. Hier, zack, bumm. Ja, wenn das mal wäre, hier. Zack. Puderzucker, reiner. Ein weißer Basil. Komisch, seine Augen sehen plötzlich größer aus. Wirkt sogar auf Modelldingern, okay. Wir können doch jetzt hier einen wie Detektive machen hier. Hier bei der Polizei so. Detektivarbeit. Ha, Fingerabdrücke. Verteilt um eine verdächtig aussehende Vertiefung. Haha, kann man hier. Jetzt kann man aber reinstechen, bestimmt. Wo soll ich ihn denn reinstecken? In das Loch, wie oft denn noch hier? Geh mal rein in seine Brust. Hat sich anders verdient. Freiheit! Freiheit, Freiheit, komm.
Ins Labor gehen wir dann mal. Hallo, Laura. Ich habe ihn gefunden. Ist das dein Vater? Ja. Ich glaube, er kann mich hören. Denkst du nicht? Naja, also das Glas sieht ziemlich dick aus. Und er wirkt nicht, als wenn er überhaupt noch viel mitbekommt. Ich meine, keine Sorge. Er weiß, dass ich hier bin. Ja, was ist das für einer? Von einer Meep-Show oder was? Papa! Okay, komm mit. Wir finden einen Weg, ihn da rauszuholen. Nein, ich bleib hier. Ich will ihn nicht alleine lassen. Aber du hast ihn seit Jahren nicht gesehen. Auf ein paar Momente mehr kommt's doch jetzt auch nicht mehr an. Und er wird es eh nicht merken, also... Flötennase, hör einfach auf, mich zu trösten. Entschuldigung, ich geh dann mal. Viel Spaß. Und lass dich nicht töten. Okay. Sonst bring ich dich um. Alles klar. Na gut, dann werd ich mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und das sage ich jetzt auch, denn ich sage erstmal Schau und Miau und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir uns hier weiter mal im Labor um. Mit Laura, Remi Nebo, Entschuldigung, Mann, ist das ein Name. Und weitere Konsorten. Ciao.